begrüßen Sie mit einem Riesenapplaus den Freestyle Live und Battle Rapper Faye! Schön gesagt, Henrik. Ja, doch, du musst jetzt auch einfach mal. Servus. Darf man ablegen? Was sagt der Knigge eigentlich? Ja. Knigge sagt, Schwitzen ist cool. Na, wann der Horst ist, macht die frei, oder? Ich hab mir gedacht. Ein Fan. Schau, komm der her. Fan. Na, zurück zum Wesentlichen. Du kommst quasi aus der Sparte Battle Rap, Freestyle Rap. Kann man das so sagen? Ja, auch auf jeden Fall. Also ich habe immer auch viel Thementracks geschrieben und gerade, ja, ich mag beides irgendwie, aber gerade so das Live-Element so beim Battlen, das macht Spaß. Was ist da der Reiz dran? Also für die Leute, die jetzt nicht unbedingt bewandt sind, was Battle oder Freestyle-Battle ist, da stehen sie dann Musiker, meistens Rapper, Rapperinnen gegenüber und beschimpfen sich in Reimform. Und Freestyle heißt, dass from the top of the dome kommt, quasi aus dem Kopf, intuitiv, improvisiert. Und es gibt aber andere Formen, wo man das vorbereitet und schreibt. Ja, genau. Ich glaube, die meisten verbinden das noch mit so, ich weiß nicht, eher Mutterficker-Zeilen, aber heutzutage machen das eigentlich fast nur mehr Studenten. Deswegen, irgendwer, ein deutscher Battle-Rapper hat es schön auf den Punkt gebracht mit Battle-Rap, ein Debattierclub für Asoziale. Und ich glaube, die Tendenz gibt es auf jeden Fall. Und ja, und interessant so gegenüber Tracks ist vielleicht, dass man sehr genau merkt, wenn eine Zeile nicht gut ist. Weil du dann die Stille nach dem Satz ertragen musst, so wie jetzt vielleicht. Okay, danke. Also quasi, man schreibt da Zeilen, die sie reimen, die auf den Gegner geschrieben sind und nach jeder Zeile im Idealfall Pointe. Ja, genau. Und eigentlich verhandelt man sich selber. Also stehen sich zwei Leute gegenüber und es geht darum, besser dazustehen am Ende. Und dazu nimmt man alle moralischen Winkelzüge, die einem so einfallen oder die Mutter des Gegners. Da gibt es ja, ein breites Spektrum. Ja, schon, aber nimmst Mann, oder was? Also ich hätte gerne eigene Rap-Battle-Liga nur mit den Müttern der Rapper. Wow. Das würde mir schwerstens. Mach's mal Lärm, ihr findet, die beiden sollten das möglich machen. Ganz ehrlich. Woo! Mütter battlen Mütter. Nein, aber. Ja, hallo Mama. Schön, dass du da bist. Mein Papa ist schon gegangen nach der Pause, glaube ich. Also, Dingsbums, du hast mitgebracht für uns einen Text, nämlich von einem Konzeptalbum. Ich habe das extrem gern gehört zu der Zeit, wo das rausgekommen ist, 2002 rausgekommen. Ich habe es auf Hörspielkassette gehabt und auf Vinyl. Genau, DKDTB von Camp. Wenn jemand Camp kennt, könnt ihr jetzt kurz mal alles hören lassen. Genau, auf jeden Fall ein Classic so im österreichischen Hip-Hop und auch einige Classic-Alben geliefert. Und ich finde, gerade in dem Track merkt man super schön so eine Art von Storytelling, die, ich weiß nicht, die vielleicht auch so vorgelesen nochmal anders wirken kann, aber so eine Sprachverliebtheit. In der Nummer, die du uns vorlesen wirst, geht es um eine Reise durch die Innenstadt von Wien, durch die verschiedenen Kaffeehäuser der Innenstadt. Es gibt eine Crazy Oma mag, glaube ich. Genau. Aber wir wollen nicht zu viel verraten. Ja, es ist gut geteased auf jeden Fall. Ja, ein bisschen. Wir machen so gern dieses. Das heißt, wir überlassen dir den Lesetisch. Ja, vielen Dank. Und bitten noch einmal herzlich um Applaus für Fates mit dem Text von Cam. Schüttelreim zum Samstag ist übrigens vom Packelwein kriege ich Wackelbein. Okay. Jetzt kommen wir zu einem guten Texter. Camp DKDTB. Sonntagnachmittag, wir beim Kaffeeklatsch, meine Mekopren, ich ganz querpotent wie Daffy Duck, schaue mich um und asche ab, genieß mein Cappuccino, bestell dazu eine Flasche Schnaps. Pro Packung Chibo. Das machst du in Wien so, mit Hingabe, da nimmt gerade der Ober bei Oma am Nebentisch gelegentlich stimmstarke Bestellungen auf. Im Vietnam Ming-Vase, alles hat seinen Preis, vor allem Cafés der Ringstraße. Und Omas Kinnlade war in Bewegung. Ich stay tuned, so viel Essen muss doch wehtun.
und hatte echt Lust zu sagen, ach nein, wie pflichtbewusst, ist Fresssucht ihr Job, wie ein Stein für Sisyphus. Und nach ihrem Frühstück bei Tiffany's hat sie nicht bezahlt, bevor sie müßig den Tisch verließ. Nun ist aber so, dass mich lang chillen ödet. Ich habe nicht die Geduld meiner Landschildkröte. Herr Ober, ich hätte gern bezahlt. Der Tisch sieht aus wie ein Pferdestall. Ich hoffe, er merkt es bald. Kaffee drückt wie schwer Metall. Und der Pinguin bringt uns die echt nun komisch-astronomische Rechnung. Mit mehr Druckfarbe als ein großes Stempelkissen. Er meint in der Schlussphase, dass hier Omas Enkel sitzen. Ich sagte, nein, doch er wusste selber besser und hätte Salko nicht bezahlt, wenn er und ich jetzt Tellerwäscher. Plus nachdem er dann mit viel Fantasiedampf abließ, durften wir das Planet der Affen-Café verlassen. Und als wir zum Jewang stapften, wen sehe ich da, als wir im Fahrkartenschalter warten? Also wieder Zehner in die Taschen und Täter schnappen, jetzt kannst du dir dein Grab graben, alte Dame. Und unsere Oma hieß also Rosmarie. Und Rosmarie wohnt da vis-à-vis von der Drogerie. Hat ihre Börse vergessen, doch kann uns das Geld nun holen. Ich vertraute ihr da circa wie Helmut Kohl. Was auf der Hand liegt, dass ich spottfrei Gott sei Dank schrie, als sie uns zu guter Letzt ihr Täschchen als Pfand lieh. Danke ganz lieb. Doch als sie um die Ecke bog, zogen wir ein schlechtes Los. Sie kam mit Helmut und artverwandten Staatsbeamten. Shit. Fußnote. Helmut ist kein Mensch, der etwas schnell tut. Und häufiger als Kreuzritter auf Feldzug. Er bringt verbittert Schwindler, Giftler, Messerstecher, Rechtsverfechter und Kinderficker hinter Gitter. Kurz, er wäre der coolste Typ der Welt. Den man nie für einen Lügner hält, der das Böse überstellt mit Support, der nicht ohne ist. Alles wäre okay, wäre er nicht Polizist. Doch als sie um die Ecke bog, zogen wir ein schlechtes Los. Sie kam mit Helmut und artverwandten Staatsbeamten. Shit, die haben Gefängnis und die Handschellen. Und ich sehe aus, als ließ ich neben Lavalampen Harz verdampfen. Shit, die haben Gefängnis und die Handschellen. Das ist er, schrie sie. Ein Taschendieb ist das. Was? Ich sehe Helmut nur kurz grinsen und schon tasten sie mich ab. Ein böser Rapper verhaftet. Das ist Quoten wert. Der Schauplatz, Wiener Innenstadt, Freilicht, Open Air. Helmut tobte schwer. Ich habe mich grob gewehrt mit Drohgebärden, bis er mich dann schließlich fragt, ob ich nicht auf Drogen wäre. Ja, es liegt alles am Weed. Sein Kopf hat sich dann rot gefärbt. Er riss die Tasche an sich und schrie dabei nur, los, gib her! Und in der Tasche fand er ein Schrotgewehr und Knochen. Die Knochen des toten Bären. D-K-D-T-B. Der ganze Aufstand für eine Oma mit Kauzwang. D-K-D-T-B. Ey, yo, glaub's, Mann. Ich hatte mit Helmut schon fast einen Faustkampf. D-K-D-T-B. Den toten Bären, den ich euch gerade aufband. D-K-D-T-B. Und wenn es gelungen ist, warum flüchten wir ins Ausland? Glaubst du, Mann? Danke. Fake, hey! Meine Damen und Herren!